Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück. Wir sind immer noch im Forsthaus und da draußen ist noch die Zombieherde. Und wir müssen irgendwie versuchen, nach Hause zu kommen. Möglichst ohne die Zombies. Aber die gehen jetzt schön weiter. Okay. Okay, das war jetzt nicht so, nicht ganz so clever. Okay. Zum Glück hatten wir noch eine kleine Brandbombe. Gut. Dann laufen wir mal zurück. Ich höre hier ein Wurr, Wurr, Wurr. Da ist jetzt anscheinend noch eine Zombieherde. Okay. Dann haben wir anscheinend die Uhr noch nicht gefunden. I need a breather. Plastic watch with cartoon fish on it. Perfect. Okay, gut. Jetzt haben wir die Uhr gefunden. Das war ja auch ein bisschen doof gemacht. So, und jetzt können wir zurück nach Hause. Ich hoffe, dass wir relativ unbehelligt und ohne Zombieherde bei. Nix mehr. Let it be known that we will not tolerate raiders in Marshall. Attacks on fellow survivors will be answered harshly. Revenge killings are not an excuse. Dispensation of justice is a police matter and we will not condone vigilantism. Aha, überall um uns herum sind Infektionsherde. Das ist kein Problem. Ich möchte jetzt nur schnell. Und da ist eine Zombieherde. Na super. Wenn ich sie jetzt umdrehen, bin ich im Arsch. Am Arsch. Ich hoffe, dass wir hier auch runterkommen zum Wasser. Oh, da ist ja noch eine Zombieherde. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Wo gehen die lang? Fuck.
Fuck. Fuck. Na super. Fuck. Wenn ich den jetzt umkomme. Scheiße. Komm schon. Meine Waffe ist auch im Arsch. Und bloß in mein Pickup. Bloß rein hier. Ja, Gott sei Dank. Oh, in Sicherheit. Mann, hier glaubt gar nicht, wie mein Herz rast gerade. Puh. Oh. Aber wir werden jetzt mal auch keine Dings mehr holen. Wir werden jetzt nach Hause fahren. Den Charakter tauschen. Maya hat sich ja heimlich verpisst. Das Miststück. So, die klatschen wir noch. Bam. Mein Herz ist immer noch auf 180. Alter Schwede, ist der weit geflogen. So, dann geht's jetzt ab nach Hause. Wieder ein Ründchen fahren. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir einen neuen Pickup haben. Und dann die ganze Infektionsherde auslöschen. Things are starting to sound pretty urgent. I don't know how long our friends can hold out. Do what you can. Ja, ich bin ja schon dabei. Ja. Wollte nur gucken, ob ich daheim nichts in unserer alten Behausung was vergessen habe. Ja, habt ihr denn das Spiel schon mal gespielt? Schon mal probiert? Also es macht eigentlich Spaß, aber es hat doch irgendwann ein Ende. Muss halt nur ein paar Vorbereitungen treffen. Ein paar Leutchen retten. Wir haben ja leider Markus schon verloren. Eigentlich mein Lieblingscharakter, mit dem wir am Anfang gespielt hatten. Ja, der ist... Oh, noch eine Zombieherde. Das gibt's doch gar nicht. Ja, unser brauner Pickup ist mittlerweile ein roter Pickup geworden. Bin mir auch gerade immer noch nicht sicher, ich habe nämlich immer noch nicht nachgeguckt, welche Schwierigkeitsgrad wir spielen. War das wieder so ein Dicker oder was? Aber den wollen wir natürlich nicht plätten. Wir wollen ja nach Hause. Lilly die Uhr wiedergeben und dann ein paar Infektionsherde auslöschen. So, gekonnt rumgefahren. Da. Gleich sind wir zu Hause da. Oh mein Gott, wie viele Infektionsherde sind denn hier, bitteschön.
raus in unsere Behausung da. Aussteigen. Oh, was geht denn hier? Ah, there you are. Give us a hand, clear it. What can I do? Lead the way. Ja gut, aber bevor wir das machen, will ich erstmal die Uhr abgeben. Na? Komm schon. Nicht gegen die Wand laufen. Hey you. See ya. Hat er jetzt die Uhr abgegeben oder nicht? So, dann brauchen wir noch, was haben wir denn jetzt hier? Eine Axt? Ah, Machete. So, dann können wir die hier lassen. So, dann bräuchten wir ein bisschen Medizin. Und ein bisschen was zu essen. So, den haben wir jetzt angebracht. Munition haben wir. Können wir noch mal gucken, ob wir nachladen können. Genau. So, was haben wir? 3 große Rucksäcke. Sehr schön. So, was brauchen wir noch? Eine zweite Waffe wäre vielleicht nicht so verkehrt. Die Bratpfanne. Ein rostiges Rohr. Nehmen wir ein Nagelbrett noch mit. So, ja, dann mal los, Pippi. Infektionsherde klatschen. Ah, na. Rein hier. In den Puff. In den Kabuff. So, da ist auch schon der erste. Let's do this. Kommen wir da jetzt noch irgendwie anders rein? Ah. Oh. Oh, hier ist mal wieder eine Zombieherde. Hey, you got a little on you. Als wenn wir hier nicht schon. Ja, warum muss denn da auch so ein beschissener Gartenzaun jetzt sein? Kann mir das mal bitte jemand erklären? So, da habe ich doch schon einen Kreischer gesehen. So. Und komm schon, Kreischer. Komm raus da, aus der Hütte. So. Halt, ein Kreischer muss noch sein. Ein Kreischer. So, den auch schnell abgefrühstückt. So. Don't give up now. Ja.
Den haben wir mal schön gegen den Gartenzaun gesmasht. So, dann haben wir die beiden Kreischer schon mal weg. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte, also mit den Kreischern. Die können quasi... Ja... Hilfe holen, die schreien nämlich so laut. Und wenn du dann vielleicht noch ein, zwei Zombiehorn in der Nähe hast, dann macht das keinen Spaß. So, was ist denn jetzt hier? Dann machen wir den Rest per Hand. Na, wo bist du? Wo versteckst du dich? Looks pretty clear to me. So, das ist schon mal sicher. Jetzt gucken wir noch schön, was wir hier haben. Upsala. Und dann sind wir mit der Zeit auch schon fast rum. War jetzt nicht so sonderlich erfolgreich. Citizens of Trumbull Valley, I know it's difficult, but we must insist that you do not bury any of your reanimated loved ones, even after they've been destroyed. The effects on the local ecosystem could be unprecedented. Mhm. To properly dispose of the reanimated, wrap the corpses in heavy-duty plastic trash bags and leave them on the street. Patrols will collect any such remains and deliver them to the army for autopsy. I'll run this home. Roger that. We'll be waiting. So, haben wir gleich noch was. Also, wir sollen unsere Toten nicht begraben. Einfach in eine Plastiktüte stecken und sie auf der Straße liegen lassen. Nach Möglichkeit vorher noch schön den Kopf abschlagen. So, jetzt ist doch hier noch was. Kühlschrank. Nach Hause funken. I found some supplies. Send runners for pickup. They'll be on their way soon. Another time. Ort vollständig durchsuchen. Das kriegen wir natürlich. Eine Leichtigkeit hin. Na? Where the hell am I gonna carry this? So. Ups. Sorry, sorry. Können wir jetzt hier einen Außenposten einrichten? Funkeln. This is a good location. Are you sure? That's a big decision. Let's do this. So, Außenposten eingerichtet. Hier nehmen wir unseren neuen. Ah, was ist denn hier mit Mausi? I could use some food. Christina fürchtet sich. I'm in place. Give me a few minutes. Aha. Hello? So, hier ist keiner. Da ist noch eine Werkbank. Ja, machen wir gleich auch noch die nächste Mission. Consider this one searched. Ja, hier sind auch noch ganz viele Ressourcen gewesen. Oh, Zombie-Horde. Hey, you in there? You saved me. Guess I've taken up enough of your time already. Mhm. Let's get out of here. Eskortiere den Überlebenden. Nichts leichter als das. Looks like trouble up ahead there. Boah, voll die Hälfte erstmal. Alter Schwede. Komm schon, Püppi, steig ein.
So, wo sollen wir dich denn hinbringen? Ah, zu uns. Das passt doch schon mal ganz gut. Ja, Außenposten. I'm almost home. Got anything good? You got it from here? Thanks. We've got it from here. We've got it from here. Das war doch nur einer. So, haben wir hier gleich noch ein paar Sachen nach Hause gebracht. Mensch. You saved me. Vermisster Überlebender. Können wir das hier lassen? Das hier lassen. Das hier lassen. Und dann können wir eigentlich auch mal das hier lassen. So, gut. Ja, würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Und da sind wir auch schon im Endscreen. Ja, wir haben die Uhr nach Hause gebracht. Wir haben die Mission also überlebt. Und haben auch noch gleich ein paar Zombie-Horden ausgeschaltet. Ein Infektionsherd. Ja, und beim nächsten Mal schauen wir, wie es weitergeht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und tschüss, euer Lilama.